In diesem Jahr ist viel passiert in der Fleischerei Ode. Das Fachgeschäft in der Eisenbahnstraße wurde einer umfangreichen Erneuerung unterzogen. Verbunden wurde das vom Inhaber mit einem Umbau der Imbissstrecke. Im Mai hatten die Arbeiten begonnen. Zuerst wurde ein Bereich des Ladens mit einer Leichtbauwand abgetrennt. Hier war am meisten zu bauen und zu erneuern. Schließlich ist jetzt hier der Sitzbereich für die Kunden entstanden. Für die Mittagsgäste eine Veränderung, durch die sie nun bequem sitzen können, um ihr Essen einzunehmen. Die Bauarbeiten verliefen zwar etwas mit Verzögerung, aber dennoch ist der Geschäftsinhaber Werner Ode froh. Denn schon lange hatte er den Gedanken des Umbaus im Kopf. Als wir den Laden hier eröffnet haben, haben wir natürlich gedacht, eine Bockwurst, ein Wiener und eine Bulette, das würde reichen und ein paar Brötchen. Aber mittlerweile hat sich das in dem alten Imbiss so konzentriert und so beengt, dass es nicht mehr ging. Die Damen in der kleinen Ecke, das war einfach überholungsbedürftig. Nun hat es natürlich gedauert, bis wir das alles umgestellt haben, gedanklich auch. Wir sind der Meinung, der Laden, die Größe ist ausreichend, um da was draus zu machen. Und dann haben wir unsere eigenen Vorstellungen hier mit eingebracht. Im hinteren Bereich mussten zuerst die Maurer ran. Hier wurden unter anderem Wände versetzt und Fenster zugemauert. Jetzt dürfen sich die Mitarbeiter in diesem Bereich über eine Hightech-Küche freuen, in der sie nun die Speisen zubereiten. Dieses Kochzentrum mit Warmhalteschrank entspricht der modernsten Technik. Der Grund für diesen Umbau im Fleischfachgeschäft liegt in der Verlagerung des Kundenstromes begründet. In den vergangenen Jahren wurde eine stetige Erhöhung der Nachfrage nach Mittagstisch bzw. nach Plattenservice deutlich. Schon jetzt weiß Werner Ode, es hat sich gelohnt. Es macht natürlich was aus, wenn wir hier uns das angucken. Die Sitzgelegenheit, wir haben 18 neue Plätze bekommen hier. Und das wird von den Kunden gut angenommen. Und was noch sehr gut ist, die lange Reihe, der Kunde kann vorbeikommen und sich aussuchen, was er haben möchte. Zum Schluss wird bezahlt und die Sache ist eigentlich gut überstanden. Es kommt zu keinem Stau. Da war es ja manchmal, wenn die Schlange zu weit war, standen die Kunden mit in der Tür und die ging dann ewig auf und zu. Also wir sind davon überzeugt, dass wir den richtigen Schritt gemacht haben. In diesem Zuge hat sich der Verkaufsbereich etwas verändert. Der 6,5 Meter lange Verkaufstresen besteht nun optisch aus einem Guss. Auf der rechten Seite ist außerdem eine Kundentoilette entstanden. Auch das ein Punkt, der für viele Kunden von Vorteil ist. Werner Ode und seine 18 Mitarbeiter sind froh, dass die Kunden in der Umbauzeit viel Verständnis für manche Belästigung hingenommen haben. Ja, wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, uns bei unseren Mitarbeitern recht herzlich bedanken, denn es war ja doch eine ganz schöne Mehrbelastung in der Bauphase. Wir haben drei Abteilungen gehabt. Die erste Staubwand war hier, da konnten die Handwerker hier arbeiten. Der Tierarzt hat genau darauf geachtet, dass da auch wirklich kein Stäubchen durchkommt. Die nächste Staubwand war dahinter, das war der zweite Bauabschnitt und zum Schluss nochmal ein Bauabschnitt. Es war Lärm. Und einige Kunden haben sich auch beschwert, muss ich mich entschuldigen, aber es ging nicht anders. Sonst wären wir erst im nächsten Jahr fertig geworden. Jetzt sind also alle Widrigkeiten für Kunden und die Verkäufer überstanden. Die Freude darüber ist auch beim Juniorchef Frank Ode groß. Für die Kunden ist es natürlich 10-mal besser, bei uns jetzt Frühstück zu essen. Sie können sitzen und haben mehr Platz. Es sieht natürlich gemütlicher aus. Und für unsere Mädels natürlich, die sich sonst immer gedrängelt haben in ihrem kleinen Imbiss und ihrer kleinen Küche, für die ist es natürlich jetzt ein wunderschönes Arbeiten. Und das freut uns natürlich. An den Wänden prangen bereits wunderschöne Detailaufnahmen besonderer Hingucker Güstrows. Darauf schauen nun künftig die Gäste des Imbiss der Fleischerei Ode. Eine schöne Aussicht während der Mahlzeit. So können Gäste gut abschalten und sich für den weiteren Tag stärken.